Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder Gonzo und ich stehe mal wieder hier vor Smaug und Ornstein. Diesmal sind aber alle Gegner weg, meine Seelen sind auch weg. Ich habe alles ausgegeben, habe einige Waffen verstärkt, denn ich will ja auch später Götterwaffen haben, noch mehr Götterwaffen. Habe mein Quelax-Furien-Schwert noch ein bisschen verstärkt. Mir fehlt nur noch einmal Dämonen-Titanit und ich wüsste, wo ich das herbekomme, wenn ich diesen Dämonen platt machen könnte. Wir gehen nun ganz alleine rein. Ich habe ziemlich versagt beim letzten Mal, wie ihr vielleicht noch wisst. Läuft die Aufnahme auch perfekt. Alles ruckelfrei, ja. Gut, damit auch hier nichts verloren geht. Oh ja, ich sehe nämlich gerade, weil Disk Trace, was zum Teufel ist Disk Trace, was gerade mir meine Prozessorleistung wegnimmt. Dankeschön. Hab's ausgeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das mal googeln, was da wieder vom Windows-Betriebssystem einfach gestartet wird. Der Prozessor läuft wieder geschmeidig bei 50%. Das ist gut. Die Seelen, die ihr hinten seht, die können wir auch vergessen. Ist egal. So, wichtig ist jetzt einerseits, die Säulen zu verwenden. So, die versuchen mich ja einzukesseln, wie ihr seht. Wow, gut. Die kesseln mich hier ein. Oh, war das gerade ein One-Hit? Das... Nein! Okay, okay. Genau dasselbe wie eben. Die machen da Totenwache, bis ich aufstehe. Schade. Ja, das Geheimnis von Smaug und Ornstein ist, die Säulen zu verwenden, um die beiden auf Distanz zu halten. Oder zumindest immer einen auf Distanz zu halten, während man sich um den anderen kümmert. Und zum anderen, dass man darauf achtet, dass Ornstein eventuell aufgehalten wird von Smaug. Also er hinter dem Dicken feststeckt. Damit kann man den Dicken einfach verprügeln. Muss aber auf den Rhythmus achten, weil nämlich ab und zu kommt nämlich der Speer durch Smaug einfach durch. Der haut dann von hinten quasi durch Smaug durch und trifft einen dann quasi durch seinen Rücken. Haut durch seinen Kameraden durch und trifft einen dann. Was schon ziemlich fies ist. Das ist ganz mieses Rumgeklippe. Geht eigentlich gar nicht, aber weil er so eine extrem lange Waffe hat, ist natürlich genau dasselbe bei den Säulen später. Er kann durch die Säulen durchschlagen und trifft einen. Er kann durch Smaug durchschlagen. Das ist nicht ganz fair. Das ist aber nicht fair. So, wir entschließen uns dazu, es nochmal alleine zu versuchen. Ich bin auch schon mal weitergekommen alleine. Wir können aber gerade gucken, ob es theoretisch möglich ist, durchzulaufen. Das ging nämlich jetzt doch ziemlich schnell und das Farmen muss ich euch jetzt nicht nochmal antun. Wir gehen nochmal rein. Ich renne einfach nochmal durch. Das sollte doch durchaus möglich sein. Geht auch nicht ganz ohne Schaden, aber wir kommen niemals mit 20 Estus dadurch. Jetzt hören sie mich natürlich noch. Okay. Was wir hier noch machen können, damit sie uns nicht hören. Oh nee, der verfolgt mich auch noch. Der kommt mir hinterher. Nee? Okay. Wir haben nämlich noch so einen geilen Ring bekommen, der hier bei dem Zauberverstärkungsring rumlungert in unserem Inventar. Da. Hört ihr? Wie sie hören? Hören sie nichts. Aber der sieht mich trotzdem. Mir wurde geschrieben... Oh, wer hat mir geschrieben? Ich habe den Namen vergessen. Mir wurde geschrieben, bei Nito, diese Köpfe, die haben mich nicht angegriffen, die sind nicht explodiert, weil ich den Unsichtbarkeitsring habe. Aber seht mal, die sehen mich trotzdem. Ich bin sogar flüsterleise und die sehen mich, die hören mich, die greifen mich an. Das bringt also nichts. Vielleicht wäre auch Aufleveln angesagt. Ich brauche einfach mehr Vitalität. Mit 17 Vitalität ist das schon kaum machbar. Habt ihr gesehen? 2 Schläge, ich bin tot. Ich bin schon voll ausgerüstet. Auf ein neues. Hi, Leute. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. So, die kesseln mich jetzt ein, ne? Ja, der eine geht jetzt nach links, der andere kommt dann von rechts. Wow, okay. So machen die das nämlich. So, der hat seinen Arschplumpser. Ja, super. Super Ornstein hier. Seht ihr, wollt nämlich gerade durchschlagen. Da muss man nämlich einen Schlag machen. Ja, macht die Säule platt. Was hat die böse Säule dir denn getan? Da muss man einfach einen Schlag machen und dann weg. Nein, da war ich noch zu nah dran. Da reicht einmal Rollen gar nicht aus. Oder vielleicht wäre seitwärts Rollen das Mittel meiner Wahl gewesen. So, ganz gefährlich, wenn man einen nicht sieht, dann machen die einen platt. Wow, wow, wow. Okay.
Ja, ah, da war ich zu weit weg. Ich war, wenn man ganz nah dran steht, passiert einem nichts. Da war ich ein Stück zu weit weg. So, dieses Schild hat ja keine hundertprozentige physische Resistenz. Das heißt, eine komplette... Wow. Ah, seht ihr, da ist er schon. Da ist er schon, dieser Abstauber. Da ist er, der Abstauber. Der hat einfach mal nur darauf wartet, hier einen Schlag abzustauben. Och, Menno, komm. Seht ihr das? Seht ihr das? Diese Säue. Ich muss meine Ausdauer aufladen. Ausdauer aufladen. Ausdauer. Okay, weg, 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 weg. Gut, wenn er jetzt wenigstens, wenn es hier Friendly Fire gäbe, ja, wenn er seinem Kollegen mal ordentlich den Hammer überziehen könnte. Smoke, mein alter Kumpel. Würdest du nicht auch mal gern deinem Kollegen hier... Boah, der hat mich doch gar nicht getroffen jetzt. Der hat mich doch nicht getroffen. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Die Souls-Regeln verbieten das. Das nicht getreffe. Das. Ach komm schon. Was für einen dämlichen Schaden ich aber auch nehme, ne? Komm, aufstehen, aufstehen, trinken. Aufstehen, trinken. Aufstehen, trinken. Krieg direkt wieder einen rein. Boah, zwei. Krieg direkt zwei reingehauen. So wird das nix. So wird das nix. Ich muss Sachen weiter verstärken. Ich brauche mehr Lebensenergie. Ich bin nur noch am Heilen hier. Das geht gar nicht. Die Rüstung könnte ich theoretisch auch verstärken, wenn ich hier mehr farme. Mit Funkeltitanit, die man hier kaufen kann. Was ich halt an Schaden nehme. Wahrscheinlich ist es wirklich besser, wenn ich die Krone wegnehme. Ich bin mir nicht sicher, ob die Krone eventuell meine Blitzresistenz gefährdet. Können wir mal ausprobieren. Ich kam ja gar nicht dazu zu zaubern. Das ist alles viel zu hektisch zum Zaubern. Wir versuchen mal reinen Nahkampf. Hat ja eh nicht funktioniert. Wir gucken mal aufs Gewicht. Jetzt bin ich allerdings zu schwer. Verdammt. Mit der vollen Silberritterrüstung komme ich da jetzt nicht durch. Gargoyle-Helm? Ja, ist das keine? 42 geht genau auf 84. Naja, zumindest plumpst das nicht. Dann versuchen wir es nochmal mit den beiden Ringen. Ah, hier war er doch. Hier, komm, hier. Der war direkt dabei. Jetzt haben natürlich die beiden, Simon und Nils, den Ring von Lautrec benutzt. Damit erhöht man seine Vitalität und seine Ausdauer. Und ich glaube, die beiden hatten auch einfach wesentlich mehr. Warum bin ich so langsam? Ich dachte, das geht genau auf. Ne, jetzt habe ich eine Fatrod. Ach so, ich habe die Ringe nicht an. Natürlich. Ich habe den Havelsring ja ausgezogen gerade. Wir schleichen uns jetzt ganz geschmeidig wieder an allen vorbei. Und ich versuche es nochmal. Dann bringt es allerdings nichts. Wenn das jetzt auch nicht hinhaut, dann müssen wir hier weiter farmen. Ich muss mich weiter aufbauen. Ich bin einfach zu schwach. Ich bin ein zu leichter Hit. Kann nicht gut genug ausweichen, um diesen Hitboxen zu entgehen von den Gegnern. Das wird zu anstrengend. So geht das nicht. Es kann mal ganz easy laufen. Ah, toll. Ey, aufhören. Es könnte easy peasy laufen. Und die beiden halten sich permanent hintereinander. Und Ornstein ist dann immer hinter Smoke. Smoke. Und... Ah, ich habe ihn anvisiert, verdammt. Schnell weg. Schnell ist gut. Schnell ist gut. Schnell wäre gut. Guck mich nicht an. Ich bin gar nicht da. So. Das könnte alles leichter sein. Was könnte ich denn noch ausrüsten? Wir haben keinen Blitzschutz. Wir haben einen Schlagschutz. Hier. So. Nehmen wir den. Vergessen wir die Magie komplett. Nehmen Havels Ring. Oh, Moment mal. Hier. Natürlich, der Chloranthi-Ring. Wenn man ausweichen kann, wenn man wirklich perfekt ausweichen kann, dann kann man natürlich auch das Graswappenschild verwenden. Ey, wo bleibt er denn? Hä? Wo ist er hin? Seht ihr? Schon ist er links neben mir. Dieser Drecksack. Schon ist er. Der kommt. Der flankiert einen nämlich.
Ah! Mist. Na! Ah. So, will man einmal angreifen, ne? Jetzt ist er links von mir. Der will mich wieder flankieren hier. Nein, da schwingt der so weit, dass er mich noch trifft. Der hätte mir jetzt auch wunderbar Ornstein gerade angreifen können. Man hätte den jetzt mal voll erwischt, das wäre so schön. Wie die explodierenden Köpfe die Schwarzritter einfach immer wieder treffen, das ist doch schön. Das ist doch geiles Teamplay. Ah. Jetzt bin ich aber hier mit dem Rücken. Mit dem Rücken zu Ornstein gewesen, sehr gefährlich. Sehr knappe Kiste. Macht seinen Arsch plumpser. Ich möchte dich schlagen. Ich möchte dich schlagen. Was nur? Der war unverwundbar beim zweiten. Unfair. Unfair, sage ich da. Unfair. Ich sehe nichts mehr. Wo ist er? Hinter der Säule. Perfekt. Da war er perfekt positioniert. Okay, zweimal schlagen lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich bin auch hier einfach gerade falsch. Ich bin hier so eingekesselt von denen. Das wird zu gefährlich. Oh, geil. Guck mal. Da hat Ornstein sich wieder perfekt positioniert. So wichtig war jetzt, dass ich... Au! Ah, fuck! Da kombot der mich weg. Es ist einfach wichtig, dass ich Balance hatte. Habt ihr gesehen, ich konnte schlagen, ohne dass Ornstein mich unterbrechen konnte. Aber da macht er einfach eine Kombo und haut mich in einer Tour weg. Und ich komme einfach nicht davon. Und ich kam nicht... Ich hätte blocken können. Ich hätte einfach nur blocken müssen. Da hätte er mir nichts gemacht. Da wäre er nicht durchgekommen. Und ich wollte ausweichen, es hat einfach nicht funktioniert. So wird das nichts. Wir gehen farmen. Wir verstärken uns. Wir können zurück, theoretisch zurück zur Anwehr, das Schild verstärken. Um noch besser blocken zu können, noch weniger Ausdauer zu verlieren. Ihr habt gesehen, das macht schon jede Menge. Oder die Rüstung aufwerten. Ah, ich weiß es nicht. Wird die Rüstung so viel stärker für den Preis? Ganz viel Funkeltitanit. Ich meine, meine Waffe ist schon voll aufgepowert. Die ist geil. Da kann man nichts mehr machen. Aber ist auch ein bisschen scheiße. Habt ihr gesehen, ich mache zwei Schläge. Der zweite zählt einfach nicht. Der wird unverwundbar. Das passiert mir so häufig bei denen, dass die so Iframes haben. Die beiden. Ich schlag die und es passiert einfach nichts. Das ist mir jetzt häufiger passiert. Irgendwas stimmt da gewaltig nicht. Vielleicht ist dieser Bosskampf auch total verbuggt. Vielleicht ist er deswegen einer der schwersten in Souls, weil er total verbuggt ist. Aber ich schaue mir nochmal an, wie Simon und Nils das gemacht haben. Ist ja unerhört, dass die beiden einfach so durchspazieren. Während ich mir hier den Arsch aufreiße und nichts hinbekomme. Ich meine, Nils ist auch inzwischen ein richtiger Meister des Ausweichens geworden. Ich habe gesehen, der Kampf gegen Sif, da geht er sofort ins Ausweichen, weicht dem Schwert richtig gut aus. Er ist ein richtig guter Souls-Spieler geworden. Das, was mich total verwundert, die haben sich einfach so blöde angestellt bei Demon's Souls. Ich will doch nur dich von hinten penetrieren. Ist das denn zu viel verlangt? Ja, komm, ich bin unter deinem Schild. Ja, perfekt. Und da brauche ich wieder drei Schläge, ne? Was ist wieder los hier? Ah, kurze Reichweite. Bleib doch mal stehen. Nein. Die Spitze seines Schildes erwischt. Das ist nicht fair, wenn du mir deinen Rücken nicht hier zur Verfügung stellst. Mit dem Rücken zur Wand, so. Nein. Ah. Was soll denn das? Ja. Genau so. Genau so muss das laufen. Von hinten in die Ferse hat auch Achilles nicht geschadet. So. Kipp um. Lass da irgendwas fallen? Nein. Okay, nächster. 20 Seelenpfeilchen. Jetzt brauche ich doch wieder meine Seelenpfeile gegen die ganzen leichten Gegner hier. Wenn ich da jetzt anfange, so rumzufarmen. Damit wir wenigstens irgendwas aus dieser Folge rausnehmen. Wir werden uns aufpowern und immer stärker werden. Vielleicht nochmal leveln. Vielleicht meine Vitalität auf 20 bringen oder sowas. So, du wirst zu Tode geschubst. So, schaut mal. Da macht er nichts mehr.
bisschen ärgerlich ist das schon. Jetzt brauche ich wieder zwei Schläge? Irgendwas stimmt doch hier gewaltig nicht. Nächster bitte. Oder die nächsten beiden. Was wandert der hier eigentlich so rum? Ist der auf Inselwanderschaft oder was? Muss ich dich zum Pokémon-Duell herausfordern? Du wirst auch runtergeschubst. So. Weg. Drecksack. So, jetzt gibt's auch die Seelen dafür. Da hätte ich schon mal eine große Seele für, eine große Scherbe für. Das reicht mir nicht. Vielleicht ein paar große Scherben mehr. Ich wollte ja noch Sachen aufwerten. Den Wolf Sif habe ich hier noch gar nicht besiegt. Also kann ich das Finstertöterschwert noch gar nicht machen. Wir bereiten aber schon mal alles vor. Hier seht ihr. Er hat noch einmal seinen Bogen verwendet. Dieser Schwachkopf. Ha! Genau so muss das laufen. Jetzt hat der mich schon gesehen, okay. Wenn du das so willst, dann komm mal her. Ja, oder geh. Oder geh einfach. Geh. Komm. Geh. Komm wieder her. Komm wieder her. Normalerweise springt der hier links runter und nimmt ein bisschen Fallschaden. Der kommt nicht da hoch. Genau. Nimm ein bisschen Fallschaden. Da muss ich ihn aber wieder neu anvisieren. Das verschwindet dann nämlich. Ha. Der heilt sich diese... Oh, gerade so. Gerade so. Die können sich nämlich heilen. Die haben Wunder drauf. So. Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, wie man so schön sagt, ne? Ja, da hängt die Animation fest. Der ist gerade zu nichts in der Lage gewesen. Der war mit der Gesamtsituation irgendwie überfordert. So, 12.000. Wir sind bei 12.000. Das sind drei große Scherben. Und dann gehen wir nochmal in den Kampf. Und stellen damit alle Bosse wieder her, weil wir sofort wieder sterben werden. Aber ihr seht, man kommt schon recht gut durch, wenn man hier einen Plan hat. Dann kann man alle Gegner wegfarmen. Natürlich verliert man dann sehr schnell die Geduld und rennt einfach durch, wird erwischt, stirbt, wenn man hier die Ringe nicht anzieht. Das ist sehr schlecht. Gegenstände kaufen. Große Scherben. Drei Stück. Gehen wir wieder auf Waffe verstärken. Was haben wir denn da? Der Schwertgriff. Natürlich. Das war es auch schon, was ich damit verstärken konnte. Habe ich noch irgendeine Waffe, die ich... Die Katanas muss ich, ne? Nodachi, Ushigatana, Iaito. Was für ein Katana braucht man nicht? Wir finden beim zweiten Spieldurchgang eh nochmal ein Iaito, oder? Oder konnte man das auch kaufen am Anfang? Ging das beim ersten Schmied? Wir müssen nämlich auch das für das New Game Plus verbessern. Da machen wir nämlich auch noch eine Bosswaffe draus. Okkulte Keule braucht weißen Brocken. Das ist gut bei Gwyn, beim Boss. Aber da gehe ich nicht mit der kleinen Keule hin. Ich gehe nicht mit der kleinen Keule zu dem großen Oberboss. Ach, ich habe vergessen, ich wollte auch Vogeltitanit kaufen, ne? Ach, Mann. Komm, kann ich auch irgendwas reparieren für 600 hier? Ausrüstung reparieren. Ich will diese Seelen einfach nicht einfach so aufgeben. Als verloren. Hingeben. Für einen Bosskampf haben wir vielleicht noch Zeit. Der dauert ja nicht allzu lange. Ich bin ja sehr schnell tot. Und in der nächsten Folge machen wir weiter mit dem Rumgefarme. Das wäre wahrscheinlich im Livestream viel interessanter, wenn wir einfach reden könnten, während ich farme. Naja, aber was soll's. Dann müsst ihr halt so zugucken und lernen und mir eventuell Tipps geben. Redet von eurem Erlebnis gegen Smoke und Ornstein. Und ich fahre mir hier einen ab. Und geh doch mal rein. Bin ich jetzt wieder als Magier, als Magiker ausgerüstet? Ja, ne? Machen wir das einfach so. Behalten wir das bei.
So, einen anvisieren. Ja, du bist ein Held, echt. So, jetzt will ich beide nämlich vor mir haben. So müssen wir das drehen. Es ist manchmal auch so, dass man Smaug gar nicht so weit anvisieren kann. Was machst du denn da eigentlich? Ja. Was veranstalten die denn jetzt? Ah, Mann, hat er jetzt eine Reichweite. Hat der plötzlich eine Reichweite? Schön drehen, schön drehen. Ich will beide im Bild haben. Ich will beide im Bild. Ich hier als Großschildmagier. Seht ihr, da wechselt einfach gerade die Anvisierung. Heilung, Heilung. Da habe ich einen hier in der Flanke. Nein, in den Hammer gezaubert hier. In den Hammer. Na, wo, der wollte doch gerade wieder seine mega weite. Okay, es ist neben mir. Er ist neben mir. Er ist neben mir. Nein. Wird mal Zeit, hier den harten Speer, den harten Seelenpfeil rauszuholen. Nein! Ah, da kommt er von der Seite und hammert mich weg. Nein, 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 nein. Nein, ich konnte das Schild nicht schnell genug hochnehmen. Drecksäcke. Gut, da ist meine Magie auch ein bisschen zu schwach. Ich kam gar nicht mehr zum großen, schweren, harten Seelenpfeil. Schade. Naja, fangen wir wieder bei Null an. Null Seelen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal an derselben Stelle. Ich farm noch mal mich ordentlich durch. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Euer Gonzo aus Dark Souls, dem Remastered.